Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für diese Woche an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Umarme deine rätselhafte Natur, Skorpion, aber scheue dich nicht, einen Blick auf dein Inneres zu werfen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. In dieser Woche aktiviert der Steinbock-Supermond am Montag, den 3. Juli, dein Kommunikationszentrum und ermutigt dich zu einem Spiel des Zeigens und Erzählens. Während du deine würdevolle und statusbewusste Steinbock-Energie beibehältst, kannst du dich entscheiden, deine Geschichte und Erfahrungen mit anderen zu teilen. Wenn du auf deinem Heilungsweg große Fortschritte gemacht hast und dich bereit fühlst, anderen auf einem ähnlichen Weg zu helfen, kannst du zum Beispiel Interviews geben oder ein Buch schreiben, das dich inspiriert und aufbaut. Dieser Sektor deines Horoskops ist auch für Selbstdarstellung und Geselligkeit zuständig. Unter dem Einfluss dieser ermutigenden Mondstrahlen wirst du davon profitieren, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten und Kontakte zu knüpfen. Anstatt alle als Konkurrenten zu betrachten, solltest du deine defensive Haltung aufgeben und erkennen, dass zwei Köpfe oft besser sind als einer. Mach dir das Konzept zu eigen, mit anderen zu arbeiten und zu spielen, die deinen kreativen Output steigern und deine Werte teilen. Auch wenn dieser Vollmond platonische Beziehungen in den Vordergrund stellt, sollte die Freude darüber, den perfekten Komplizen zu finden, nicht unterschätzt werden. Wenn du deine Flügelperson bereits gefunden hast, kann dieses Mondereignis einen Wendepunkt oder einen erfolgreichen Abschluss markieren. Feiere deine Erfolge, aber vergiss nicht, dir zeitnah neue Ziele zu setzen, ganz im Sinne des zielorientierten Steinbocks. Am Sonntag beleuchtet der Viertelmond im Widder dein sechstes Haus, das für Effizienz und gesunde Routinen steht. Es ist an der Zeit, den längst überfälligen Frühjahrsputz in Angriff zu nehmen, den du immer wieder aufgeschoben hast. Mit der dynamischen Energie des Widders kannst du deinen Raum schnell und effizient entrümpeln, ohne dich mit sentimentalen Anhängseln zu belasten. Sei jedoch vorsichtig und lege einen vielleicht Stapel an, bevor du impulsiv Gegenstände mit sentimentalem Wert spendest. Ist deine Fitnessroutine ins Stocken geraten? Mit dem Einfluss der ausgleichenden Mondstrahlen in deinem Wellnessbereich ist es an der Zeit, deinen Ansatz neu zu beleben. Ersetze deine Bizeps-Curls durch grüne Smoothies und Handgewichte und lass dich von den abenteuerlichen Widerschwingungen zu einem Fitnessprogramm mit mehr Bewegung inspirieren. Achte bewusster darauf, was du konsumierst und wie oft du dich bewegst, indem du Tracker benutzt oder einfach achtsamer bist. Denk daran, dass du dein tägliches Schrittziel immer noch erreichen kannst, indem du lebendige Stadtviertel erkundest oder dich bei einer Tanzparty im Freien austobst. Nimm die Gelegenheit wahr, deine Geschichte zu erzählen, mit Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten, deinen Raum zu entrümpeln und deine Fitnessroutine zu erneuern, Skorpion. Diese Woche bietet dir die Chance, deine geheimnisvolle Natur mit Momenten der Offenheit und Selbstverbesserung auszugleichen und so die Voraussetzungen für persönliches Wachstum und Erfüllung zu schaffen. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie.
Bis bald.